Deren Bedeutung sich die Polizei die Bedeutung des Glockensymbols bleibt ebenfalls im Rätsel. Jede, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten mehrerer Morde hinterlassen. Zwischen den Opfern. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du, du seist unbesiegbar? Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Jetzt ist es offiziell. Das tut weh. Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür. Ronan O'Connor, wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs. Des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia. Nein, bleib bei mir. Bleib bei mir. Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verflucht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Herzlich willkommen bei mir hier auf dem Kanal. Oh, ich habe jetzt mal ein älteres, neues Spiel mal angefangen. Ja, wollen wir mal gucken, wie es ist. The Murderette
So, Subdeck, das hier ist gerade leider nur die ein bisschen Einstellungssache, aber dann. Recht zu schweigen. Jeder Kopf, den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten. Verdammt abgeschlossen. Bewegt sich nicht mal, erklemmt. Oh. Oh. Aufgepasst, oh, Lady! Nein. Nein. Nein, nein, nein! Ich habe noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht. Vielleicht wache ich ja auf. Komm schon, jemand muss das Glas splittern gehört haben. Nein. Komm schon, Scheiße! Ronan? Ronan? Ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott. Julia. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein, aber... Was? Nein. Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke. Kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwa
Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebste. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia, Julia! Geh nicht, Julia! Verdammt! Hallo? Da liegt ein Mann auf der Straße vor den Regal Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet Was? Nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann. Das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Hey Mann, kannst du mich hören? Sieh da, bitte! Verdammt! Hey, du! Hey, hörst du mich? Komm zurück! Er ist noch warm. Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinger scheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Ich hatte gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Was willst du? Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Tut mir leid, ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns. Verstanden. Ah, schau mir mal. Hallo, Mann. Hm?
Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Nun, viel Glück dabei. Warte, warte, ich muss noch mehr wissen. Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Seltsam. Die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Verstärkung. Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Hey, Baxter! Hey! Hey! Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar. Ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja. Es mag nicht mein Tatort sein. Aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein. Und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Ich muss einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen Sie schon was. Also, haben Sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Wäre gut zu wissen, worüber Sie reden. Ich muss sehen, ob Sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Die Hinweise hier müssen etwas bedeuten. Thank you.
passiert mir das? Ich wollte... Wenn ich sie nur beruhigen kann, kommt ihre Erinnerung bestimmt zurück. Ich sollte nach Hause gehen. Okay, sei geduldig mit ihr. Sie ist aufgebracht. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Wenn ich sie nur beruhigen kann, kommt ihre Erinnerung bestimmt zurück. Dass ich mich damit beschäftigen muss, es ist ein... Okay, sei geduldig mit ihr. Sie ist aufgebracht. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass. Ronan, unfassbar. Ich versteh's nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung. Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam, 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 bam. Sieben in die Brust. Du weißt, nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören solltest, oder? Hast du dir mal seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterweltscheiß? Er war mehr Krimineller als Cop. Hm, wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer. Er war einer von uns, Arschloch. Der Mörder kam doch nicht zum Tatort zurück, oder? Das ist unmöglich. Aber da ist es, direkt vor meinen Augen. Wenn ich das erzähle, glauben die Leute, es sei aus einem Film. Wenn ich sie nur beruhigen kann, kommt ihre Erinnerung bestimmt zurück. Das ist echt bizarr. All diese Cops und wir kommen nicht voran. Ruhig bleiben. Wir Cops müssen die Leute beruhigen. Kaum zu glauben, dass da eine Leiche liegt. Warum muss ich eine Reportage in so einem Kaff machen? Kannst kaum erwarten, nach Boston zu kommen. Ich könnte nie ihren Job machen.
Sei geduldig mit ihr. Sie ist aufgebracht. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Mann mit der Kapuze. Draußen. Er hat zur Wohnung im obersten Stockwerk hochgesehen, glaube ich. Der Mörder kam aus einem bestimmten Grund her. Aber aus welchem? In der Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Mein Weg hinein und er ist verschlossen. Fantastisch. Das ist meine Chance. Ich muss nur Stuart ins Gebäude folgen. Puh. Sarge, 10-19. Kehren Sie zum Tatort zurück. 10-4. Oh, du bist's nur. Ich wusste, ich hab was gehört. Ich bin sicher, du hast alles gesehen und das macht dich zu was Besonderem. Immer starrst du aus dem Fenster und steckst deine Nase in andere Leute Angelegenheiten. Ich habe es gesehen. In der Glotze ist der Blick auf die Straße besser. Sprich nicht davon. Sprich. Was für ein armseliges Exemplar eines Mannes. Kommt nicht aus dem Sessel. Mag den Sessel mehr als mich. Das braucht ein paar Freunde. Jemand anderen, der seinem Gejammer zuhört. Wenn wir Jennifer besuchen, ist es das Gleiche mit diesen komischen Gestalten. Diese Frau im ersten Stock, die wechselt ihre Liebhaber wie andere die Unterwäsche. Dazu noch dieser Lärm. Hoffentlich zieht Jennifer bald aus dieser Müllhalde aus. Stock. Man könnte meinen, die wollen die Toten aufwecken. Ja, natürlich, Schatz. Die Toten wecken, einen Schuss haben, ja. Zurückgekommen. War ich das? Hey, hey! Komm zurück! Die sind nicht für dich. Klasse. Sieht nach einer Art Code oder sowas aus. Naja,
Ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Was meinst du? Wir haben hier im Fernseher. Was willst du mehr? Keine Ahnung. Eine Party. Tja, mit nach Boston fahren. Warum muss man immer rausgehen, um Abenteuer zu erleben? Scheiße.
Was ist der Sinn einer Party, wenn man sie planen muss? Dann wäre es ja Arbeit. Du bist berühmt. Zieh dir das in die Plätze rein. Passt schon. Danke. Okay, Leute, ich muss Sie bitten. Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Scott sollte sich mal entspannen. Ja, wer war's? Tut mir leid. Wie gesagt, die Untersuchung läuft. Broyles, hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden?
Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte, ich würde alles tun, sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Ich verstehe Ihre Besorgnis. Wüsste es aber zu schätzen, wenn Sie einfach weitergehen würden.
Umdrehen. Sie sind verhaftet. Bin ich also reingeplatzt? War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Wohin ist das Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. An dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. So, das war's jetzt mal für heute. Ich hoffe, dass wir uns jetzt zum nächsten Mal wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also lasst ein Like da. Tschüss.